entlang. Ihr geht vor. Ich gehe hier. Ah, 17 Gold. Alte Stiefel. Sehr schön. Manchmal. Gegenstände in deinem Inventar kannst du auf folgende Arten ausrüsten. Ah, okay, ich kann noch, kann sie also auch ziehen. Ziehe das auch? Ah. Okay. Das finde ich auch ganz nett. Also nach. Das ist es, worauf Sie es abgesehen haben. Unsere größte Erfindung, der Seelenquell. Stellt euch das nur vor. Ein Ende des Krieges. Ein Ende des Todes. Wenn wir über diese grüne Suppe darüber laufen. Ich werde einmal ganz kurz in den Optionen was ändern müssen. Nein, das ist eigentlich alles ganz nett. Kamera mit Lichtquelle. So, ja, das ist schon viel besser. Nun also. Und wir speichern einmal zwischen. Mal gucken, ob. Oh. Wir sind in einem der Lagerräume. Seht nach, ob ihr irgendetwas Nützliches findet. Ja, bestimmt was Nützliches. Zum Beispiel sehe ich da schon eine Truhe. Was haben wir denn da drin? Schlechte Weinschienen und Dietriche. Sehr schön. Jetzt haben wir das erste Mal, dass wir uns Stiefel, schlechte Beinschienen, 30, 30, 5 und 17, 17, 3. Dann nehmen wir natürlich die schlechten Beinschienen. Die sehen noch ganz nett aus. Und, da sind noch ein paar Kisten. Hier noch was zu holen? Nee, sonst sieht er nicht alles. Oh, Waffen. Aber erstmal. Ah, hier ist noch was. Was haben wir da drin? Zerrissene Handschuhe. Goldmünzen. Ein einfacher Held. Jetzt nehmen wir mal alles mit. Und dann legen wir schnell noch einmal die zerrissenen Handschuhe. Schon sieht es aus, als würden wir bei einem russischen Zirkus arbeiten. Waffenständer. Primitive Eisen-Kite-Schild. Sehr schön. Und auch den werden wir einfach mal schnell anlegen. Habt ihr etwas gehört? Habe ich den nicht angelegt? Na, bist du doof? Aber, mit Shift, sehr schön. Ihr dort hatte doch einen Bogen. Holt ihn euch. Boah,
Jetzt mal ganz ernsthaft. Der Soundtrack ist auf jeden Fall ultra episch. Ein Langbogen. Ach Quatsch, nicht Quests im Endeffekt. Begrenzt Pfeile, wahrscheinlich. Schaltet sie aus, bevor sie uns sehen. Oh Mist. Sehr schön. Aber erst müssen wir sämtliche Kisten zerstören. Um alles mitzunehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ah, ein mächtiger Distanzschuss. Haha. So einfach ist es. Was mit dem armen Kerl? Meine Truhe. Abgewetzte Dokumente. Das nehmen wir mal alles mit. Dann gehen wir hier mal weiter durch. Bis jetzt ist alles noch sehr easy, aber ich glaube, das wird demnächst noch etwas schwerer werden. Was haben wir denn? Oh, rostige Beine. Alles klar. Schade, dass es nicht möglich ist, solche Sachen dann auch sofort anzulegen. 6, 8. Natürlich. Uns legen die sofort an. Sehen wir schon fast aus wie ein ganzer Ritter. Dolche sind tödlich. Wenn es euch gelingt, einen Gegner zu überraschen, ihre Geschwindigkeit macht ihre geringe Größe mehr als wett. Oh, soll sie nun ausrüsten? Was haben wir hier drin? Rostige Stuhl. Den legen wir doch auch nochmal schnell an. Im Moment sind wir eigentlich nur am Dings zerstören. Yeah. Sieht doch mal aus. Kisten zerstören und ausrüsten. Dort vorne sind noch mehr. Wenn ihr es schafft, euch an sie heranzuschleichen, solltet ihr sie mit euren Dolchen schnell und lautlos ausschalten können. Die Frage ist bloß, wie schleiche ich? Drücke C, um den Verstohlenheitsmodus zu aktivieren. Sehr schön. Er wird sich hoffentlich nicht umdrehen. Alles klar. Verbeulter Kyras. Und auch den werden wir einfach mal schnell anlegen. Wie sieht denn da aus? 12? Ja, das... Oh, jetzt fehlt nur noch ein Helm und wir sind fertig. Die beiden schnappen wir uns noch. Erbärmliche Kreaturen! Wir müssen euch zu Professor Hughes bringen. Er müsste in seinem Arbeitszimmer im Erdgeschoss des Turmes sein. Zumindest hoffe ich, dass er dort ist und in Sicherheit.
Alles klar. Los, los! Aber zuerst räubern wir noch den hier aus. Oh, ein Dietrich. Aber kommen wir hier raus? Nee. Ah, wir müssen durch diese Tür. Sehr schön. Höhlenblüten reagieren nur auf die Gegenwart von Magie. Ob an euch vielleicht mehr dran ist, als es den Anschein hat? Ruhe, ist klar. Sturmbolzen. Yeah. Was seid offensichtlich ihr? Ganz schön cool. Was haben wir hier? Ah, Spinnenmemo. Jungs, wir haben euer Ersuchen befolgt und das Spinnenproblem ist nun endlich unter Kontrolle. Claude wird versuchen, die Säuberung als Erfolg für sich und seine Prätorianer darzustellen. Aber meiner Ansicht nach übersieht er dabei den Anteil meiner raschen Auffassungsgabe und scholaren Arbeit am Gelingen dieser Aktion. Ich bin mir nicht sicher, ob es Scholare oder Scholare ist. Bei der Aufsicht der Vernichtung der Spinnen ist mir aufgefallen, dass von dem Spinnengift betroffene Wachen steife Gelenke und gespannte Haut hatten. Symptome, die zu einer möglichen Lösung der Probleme mit dem inneren Zusammenhalt der Schöpfungen des Quells führen können. Ich hätte besagte Symptome gern gründlicher untersucht, aber die Wachen haben meinen Befehl zur Verabreichung von Gegengiften rundheraus ignoriert. Ich bitte daher darum, einige dieser Spinnen zu fangen und ihr Gift für künftige Tests abzuzapfen. Außerdem vertraue ich darauf, dass diese ungehorsamen Wachen sofort bestraft werden. Ich verlange für mein unaufhörliches Streben nach Wissen keine Medaille, keine Beförderung. Ich bitte euch lediglich inständig darum, mich aus dem Leichenentsorgungstrupp zu nehmen. Guran. Alles klar, Guran möchte also nicht mehr im Leichenentsorgungstrakt arbeiten. Was haben wir hier drin? Zerrissene Ruhm. Wir nehmen einfach mal, ne? Die zerrissene Robe müssen wir nicht unbedingt. Weil wir haben auch nur ein begrenztes Inventar. Das sieht mir aus, als wäre das eine der Spinnen. Die möchte ich nicht unbedingt kennenlernen. Aber ich sehe Spinnenweben und das bedeutet nie etwas Gutes. Und Spinnenweben sind auch Tiere, die... Spinnenweben sind Tiere, ja. Spinnen sind Tiere, die in jedem Rollenspiel vorhanden sein müssen. Was haben wir hier drin? Abgetragene Handwickel und Goldmünzen. Die nehmen wir mal mit. Vielleicht... Ach, hier ist nichts. Was ist... mit diesen abgetragenen Handwickeln. Also nein. Die packen wir zum Plunder. Plunder brauchen wir nicht unbedingt. Uah. Yeah. Gruselige Spinnen. Oh, was ist das denn? Du hast einen Stab erhalten. Stäbe sind eine Waffenart, die von Magiern bevorzugt. Rüste ihn nun aus. Ich will doch nicht immer ständig hier alles ausrüsten. Das ist bei Primärwaffen. Ja. Also gut, dann probieren wir es mal hiermit.